Hallo Welt, mein Name ist Jörg Drescher. Ich bin Deutscher, aber eigentlich lebe ich seit 2002 in Kiew in der Ukraine. Am 13. Februar kündigte ich bei Facebook an, dass ich eine Lösung für die Kollaps-Vermutung gefunden hätte. Das ist ein ungelöstes mathematisches Problem, das als extrem schwierig gilt, obwohl die Problemstellung selbst sehr einfach ist. Mitte Januar 2022 hörte ich davon, das Video ist in der Beschreibung verlinkt. Ich schrieb daraufhin PHP-Skripte, um das Problem zu verstehen. Und zufällig kam ich dann auf einen Lösungsansatz, den ich hier vorstellen möchte. Leider musste ich Anfang März wegen des Kriegs aus Kiew fliehen und hatte seither einiges anderes zu klären. Bis kurz vor Kriegsausbruch hatte ich fast alles zusammengeschrieben, aber die eigentliche Lösung nicht fertig. Hier in Deutschland, wo ich Unterschlupf gefunden habe, habe ich dann ja, die ganzen Skripte nochmal schreiben müssen und auch den Lösungsansatz nochmal formulieren müssen. Während meiner Flucht fragte mein Bruder bei Professor Dr. Edmund Weitz, ein Mathematiker in Hamburg, ob er sich das noch nicht doch mal anschauen kann. Ich kenne seine Videos und finde es klasse, wie er mathematische Probleme und deren Lösungen erklärt. Er antwortete, dass er grundsätzlich keine Lösungsansätze zur Kollaps-Vermutung anschaut. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, denn schließlich beschäftigten sich bereits hochrangige Mathematiker mit dem Problem, ohne es gelöst zu bekommen. In den 1960ern hieß es sogar, dass die Sowjets das Problem erfunden hätten, um den Westen damit zu beschäftigen und dessen Entwicklung zu bremsen. Weshalb sollte dann ausgerechnet jetzt ein No-Name wie ich eine Lösung haben? Aus diesem Grund mache ich dieses Video, um den Lösungsansatz vorzustellen. Dazu braucht man kein tieferes mathematisches Verständnis. Eigentlich ist es ziemlich einfach. Man sollte sich nur mit Modulo und dem Binärsystem auskennen. Die PHP-Skripte habe ich auf einer Website online gestellt. Das, was ich auf Englisch zusammenschrieb, veröffentliche ich unter der Creative Commons License. Jeder kann sich das frei anschauen, kann es frei verwenden. Das Einzige, was ich möchte, ist, dass mein Name genannt wird. Die Links sind in der Videobeschreibung. Ich danke der Open Source Community für die kostenlosen Tools, um überhaupt an einer Lösung für die Kollaps-Vermutung zu arbeiten. Okay, fangen wir an. Der deutsche Mathematiker Lothar Kollatz formulierte 1937 die Vermutung, dass nach Wiederholung von zwei einfachen arithmetischen Vorschriften man am Ende immer in der Schleife 421 landet. Die Vorschriften sind, bei einer geraden Zahl halbiert man diese so lange, bis sie ungerade wird. Und bei einer ungeraden Zahl multipliziert man diese mit 3 und addiert dann 1. Somit ist sie gerade. Es gibt auch andere Namen für das Problem. In der Videobeschreibung ist der Link zu einem Wikipedia-Artikel. Zur Veranschaulichung nehme ich meinen Geburtsmonat, also die 7. 7 ist ungerade, also multiplizieren wir mit 3. Kommt 21 raus und addieren 1, das gibt 22. Das ist gerade, halbieren 11. 11 ist ungerade, multipliziert mit 3, 33. Und plus 1 ist 34. Gerade halbieren 17. Ungerade multiplizieren mit 3 ist 51. Und plus 1 sind 52. Gerade, also halbieren 26. Das ist wieder gerade, also wieder halbieren 13. Ungerade mit 3 multiplizieren ist 39. Dann plus 1 ist 40. 40 ist gerade, halbieren ist 20. Ist wieder gerade, halbieren ist 10, ist wieder gerade, halbieren, kommt 5 raus. Das ist ungerade, also wieder mit 3 multiplizieren ist 15, plus 1 ist 16, 16 ist gerade, halbieren ist 8, ist gerade, halbieren ist 4, gerade, halbieren ist 2, 2 ist gerade, halbieren ist 1, 1 ist ungerade, mit 3 multiplizieren ist 3, plus 1 ist wieder 4. Ist wieder gerade, halbieren ist 2, gerade, halbieren ist 1 und das ist die Endschleife. Es gibt nun Zahlen, die sehr lange brauchen, bis sie in der Endschleife landen und im Verlauf sehr große Werte erreichen.
Zum Beispiel steigt 27 bis zum Maximum von 9232, fällt dann aber zurück bis in die Endschleife. Es gilt nun zu beweisen, dass jede natürliche Zahl in dieser Schleife endet und keine Reihe ins Unendliche geht oder in einer anderen Schleife landet. Nimmt man nämlich negative Zahlen, existieren drei Schleifen. Diese Reihe ist auch bekannt als 3n-1. Wir werden erstmal besprechen, wie wir an das Problem herangehen, also die Vorgehensweise. Da wäre zunächst mal, mit welchen Zahlen haben wir es überhaupt bei Kollatsreihen zu tun? Dann, wie verhält es sich, wenn ich Kollatsreihen umdrehe, also wenn ich das Gegenteil mache? Dann analysieren wir Zahlen, gerade Zahlen mittels des Binärsystems. Das gleiche machen wir mit ungeraden Zahlen, auch mittels des Binärsystems. Dann verwenden wir statt 3n plus 1 halbe im Binärsystem n plus 1 halbe. Das Ganze hat einen gewissen Hintergrund, um ja, Eigenschaften der Kollatsreihe zu beschreiben. Dann überspringen wir gerade Zahlen, sprich wir gehen von ungeraden Zahlen zur nächsten ungeraden Zahl. Das Ganze wiederholen wir für negative Zahlen bzw. die Reihe 3n-1, also statt 3n plus 1, 3n-1. Dann schauen wir uns an, welche Voraussetzungen überhaupt bestehen, damit eine Reihe ins Unendliche geht, ob das möglich ist. Dann schauen wir uns an, wie es sich mit Endschleifen verhält, ob es wirklich nur 4, 2, 1 gibt oder ob es auch andere Reihen geben kann. Am Ende schlussfolgern wir aus allem, was wir hier analysiert haben, ob die Kollatsvermutung stimmt oder nicht stimmt. Wer Lust hat, so, der kann genau diese Punkte jetzt selbstständig sich überlegen und versuchen, eine Lösung zu finden und das Video einfach pausieren. Ansonsten, ja, viel Spaß beim Weitergucken. Mit welchen Zahlen haben wir es überhaupt bei Kollatsreihen zu tun? Nun, auf der einen Seite auf jeden Fall gerade Zahlen, die werden halbiert. Dann haben wir es mit ungeraden Zahlen zu tun, die werden mit 3 multipliziert und 1 addiert. Und genau deswegen haben wir es auch mit Dreierzahlen zu tun. Die nehmen nämlich eine besondere Stellung ein, weil wenn ich eine ungerade Zahl mit 3 multipliziere, dann ist sie eine Dreierzahl. Aber indem dass ich 1 addiere, ist es keine Dreierzahl mehr. Und deswegen nehmen die eine besondere Stellung ein, weil sie, wenn sie mal auftauchen, dann nur also in gerader Zahl werden sie immer halbiert, bis sie eine ungerade Dreierzahl sind. Und wenn sie mal ungerade sind, dann tauchen sie nicht mehr in den jeweiligen Kollatsreihen auf. Wie verhält es sich, wenn ich eine Kollatsreihe umdrehe? Das heißt, wenn ich eine gerade Zahl mit 2 multipliziere, dann ist sie wieder gerade. Wenn ich eine ungerade Zahl nehme und wieder mit 2 multipliziere, dann ist sie auch gerade. Und wie komme ich dann auf die ungeraden Zahlen? Indem, dass ich von einer geraden Zahl 1 subtrahiere und wenn möglich durch 3 teile, dass sie ja eine gerade Zahl wird. Und dann gibt es eine Tabelle. Die kann man mit Excel oder irgendeinem anderen Tabellenprogramm erstellen. Und wir sehen, dass ja, eine Regelmäßigkeit besteht. Und die Regelmäßigkeit kann man mit Modulo beschreiben. Und zwar n Modulo 6. Wenn das 4 ist, dann ist eine Zahl umkehrbar als Kollatsreihe. Wir analysieren jetzt gerade Zahlen.
Halbieren wir eine gerade Zahl, kann das Ergebnis entweder wieder gerade sein oder es wird ungerade. Wie oft ich eine Zahl halbieren kann, ist im Dezimalsystem nicht ersichtlich. Im Binärsystem sieht man eine geraden Zahl an, ob sie gerade ist, da sie auf 0 endet. Außerdem sieht man im Binärsystem, wie oft eine gerade Zahl halbiert werden kann, um ungerade zu werden, und zwar anhand der endenden Nullen. Es gibt auch eine Regelmäßigkeit, ob eine gerade Zahl öfters halbiert werden kann, bis sie ungerade wird. Und zwar kann man das hier in dieser Tabelle sehen. 2 hat zum Beispiel nur eine 0 am Ende, 4 hat 2 Nullen am Ende, 6 hat eine 0 am Ende, 8 hat 3 Nullen am Ende, 10 hat eine 0 am Ende und so weiter. Also jede zweite Zahl ist nur einmal halbierbar und das Ergebnis ist ungerade. Jede vierte Zahl ist öfters als einmal halbierbar, bis das Ergebnis ungerade wird. Das Ganze heißt n modular 4 gleich 2, dann ist sie einmal halbierbar, oder n modular 4 und dann ist sie mehrfach halbierbar, wenn n modular 4 gleich 0 rauskommt. Als nächstes analysieren wir ungerade Zahlen. Multiplizieren wir eine ungerade Zahl mit 3, ist das Ergebnis wieder ungerade. Addieren wir dann zu dieser ungeraden Zahl, nämlich dem Ergebnis 1, dann wird das Ergebnis dieser Addition gerade. Und dabei gibt es eine gewisse Regelmäßigkeit. Die sieht wie folgt aus. Zum Beispiel, wir nehmen 5, multiplizieren mit 3 und addieren 1, dann kommt 16 raus. Dividieren wir das durch 2, so lange bis es eine ungerade Zahl wird, dann ist die ungerade Zahl nämlich kleiner. Bei 9 ist es dasselbe. 9 mal 3 plus 1 ist 28, so lange dividiert, bis es eine ungerade Zahl ist, nämlich 7, dann ist 7 kleiner als 9. Bei 13, bei 17, bei 21, bei 25 und so weiter ist es ebenfalls so. Anders bei 3 zum Beispiel. 3 mal 3 ist 9, plus 1 ist 10. Dividiere ich es wieder so lange, bis es eine ungerade Zahl wird, dann ist es 5 und 5 ist größer als 3. Das sieht man auch hier bei den Binärzahlen. Das heißt, n modulo 4 gleich 3 führt zu einer geraden Zahl mit n modulo 4 gleich 2. Und wir kennen das schon von den geraden Zahlen, dass n modulo 4 gleich 2 zu einer nur einmal teilbar ist. Und deswegen gibt es zwei unterschiedliche ungerade Zahlen, und zwar welche mit einem größeren Nettoergebnis und welche mit einem kleineren Nettoergebnis. Und die sind regelmäßig mit n modular 4 zu identifizieren. Wenn es 3 ist, dann ist das Nettoergebnis größer. Wenn es 1 ist, dann ist das Nettoergebnis kleiner. Nettoergebnis heißt, so lange teilen, bis es wieder eine ungerade Zahl wird. Wir kommen zum Kern des Kollatsbeweises, und zwar n plus 1 durch 2 statt 3n plus 1 durch 2. Im Binärsystem eine Zahl mit 3 zu multiplizieren, stellt sich als relativ kompliziert heraus. Dabei bedeutet Multiplizieren nichts anderes als eine Addition zusammenzufassen. Das heißt, 3n plus 1 bedeutet eigentlich n plus n plus n plus 1. Im Binärsystem sieht das wie folgt aus. Das erkläre ich jetzt nicht weiter. Da im Binärsystem eine Multiplikation mit 2 einfacher ist, indem wir einfach eine 0 an die Zahl anhängen, wird aus 3n plus 1
2n plus n plus 1. Das sieht man im Binärsystem, indem dass ich hier hinten einfach diese 0 anhänge. Mehr will ich dazu eigentlich jetzt gerade nicht sagen. Und weil das Ergebnis gerade ist und mindestens einmal halbiert werden kann, können wir folgende Formel verwenden. 3n plus 1 durch 2 ist dasselbe wie n plus 1 durch 2. Im Binärsystem sieht das dann wie folgt aus. Und zwar sehen wir hier ganz viele Nullen. Und diese Nullen wirken wie eine Maske. Wenn man das Ganze auf die Kollatz-Reihe anwendet, dann sieht das wie folgt aus, und zwar netto, dass wir hier ganz viele Einsen haben und durch die Addition von diesen Nullen reduzieren sich die Einsen. Somit steigt zwar der Dezimalwert und auch die Länge von der Binärzahl, aber die Einsen werden reduziert. Endende Einsen einer Binärzahl werden durch den Kollatz-Algorithmus so lange entfernt, bis die Binärzahl eine Struktur der Form 01 am Ende erreicht. Das sieht man hier. Das heißt, eine Binärzahl mit einer Struktur, die auf 1,1 endet, so viele Einsen wie wir wollen, bleibt so lange n modulo 4 gleich 3, bis sie irgendwann mal Struktur 01 erreicht. Dabei steigt der Dezimalwert bei jeder Iteration. Der Grund für dieses Verhalten sieht man auf der anderen Seite, die Zahl, die addiert werden soll. Und zwar, dass die Einsen alle zu Nullen werden. Es gibt auch n modulo 4 gleich 1. Und bei diesen Zahlen sinkt der Dezimalwert, bis die Binärstruktur irgendwann mal 1,1 am Ende annimmt. Natürlich muss es vorher noch irgendwelche anderen Binärstrukturen geben. Und bei jeder Iteration verändert sich diese Binärstruktur. Allerdings sinkt der Dezimalwert, weil die endenden Nullen durch Halbierung entfernt werden. Wie viele Nullen entfernt werden können, hängt dabei von der Struktur ab, also wie oft die Zahl durch 2 teilbar ist. Und dabei gibt es 4 Regeln. Und die lauten wie folgt. Die lese ich jetzt nicht vor, sondern die kann man nachlesen in dem PDF. Das Einzige, was man sagen kann, ist, dass wenn die Zahl auf 01 endet, 01, 01, 01, 01, dann werden alle 01en zu Nullen. Und die werden dann, weil sie gerade sind, entfernt. Ein weiterer wichtiger Baustein zum Beweis der Kollatz-Vermutung ist, wie kommt man von ungeraden Zahlen zu ungeraden Zahlen? Wir kennen den Weg innerhalb einer Kollatz-Reihe von einer ungeraden Zahl zu einer anderen ungeraden Zahl. Wir multiplizieren die ungerade Zahl mit 3 und addieren 1, dann löschen wir alle Nullen der binären Zahlen am Ende. Aber wie kommen wir von der neuen ungeraden Zahl zurück, wenn wir nicht wissen, wie viele Nullen gelöscht wurden? Wie oft müssen wir eine ungerade Zahl mit 2 multiplizieren? Wir wissen sicher, ungerade Dreierzahlen können wir nicht durch eine andere ungerade Zahl erreichen. Deshalb können wir diese ignorieren. Die anderen Zahlen lassen sich wie folgt identifizieren. N modulo 3 gleich 1 bzw. n modulo 3 gleich 2.
Wenn wir im Binärsystem Nullen ans Ende einer Zahl anfügen, dann heißt das im Dezimalsystem, dass wir die Zahl mit 2 hoch x multiplizieren. Entsprechend lautet die Bedingung für die nächste ungerade Zahl in der Reverse-Funktion der Kollatsreihe n mal 2 hoch x minus 1 durch 3 oder n mal 2 hoch x minus 1 und das Ganze muss modular 3 sein. Das Ergebnis 1 oder 2. Das heißt, dass es von n ungerade und x abhängig ist, ob das Ergebnis von 2 mal 2 hoch x minus 1 durch 3 teilbar ist. Es gibt zwei Möglichkeiten für dieses x. Ist x gerade und n ungerade, modular 3 gleich 1, bleibt das Ergebnis einer Multiplikation n modular 3 gleich 1. Damit kann n mal 2 hoch x minus 1 durch 3 geteilt werden. Ist x ungerade und n ungerade, das modular gleich 2, wird das Ergebnis einer Multiplikation zu n modular 1. Damit kann auch n mal 2 hoch x minus 1 durch 3 geteilt werden. Wir erhalten damit folgende Tabelle für alle ungeraden n und x größer gleich 1. Die Tabelle funktioniert wie folgt. Nehme ich irgendeine Zahl in Spalte 2 oder 3 und multipliziere sie mit 3 und addiere dann 1. Dann habe ich eine gerade Zahl. Und wenn ich diese gerade Zahl nehme und so lange teile, bis sie ungerade wird, dann lande ich in der entsprechenden Spalte 1. Wir können diese Tabelle als eine Art Landkarte bezeichnen. In der Reverse-Richtung funktioniert sie wie folgt. Wir starten zum Beispiel bei 1 und suchen uns in der zweiten Spalte eine Zahl aus, zum Beispiel 5. Dann gehen wir in der ersten Spalte zu der entsprechenden Nummer und suchen uns wieder eine Zahl aus, zum Beispiel 13. Dann suchen wir uns wieder eine neue Zahl aus und so weiter und so weiter. Wir können diese Landkarte auch in der Originalrichtung verwenden. Wollen wir zum Beispiel den Weg von 7 wissen, suchen wir in Spalte 2 oder 3 nach der 7 und nehmen dann aus der ersten Spalte die nächste Zahl. Bei 7 ist das die 11. Und suchen wieder in Spalte 2 oder 3 nach dieser Zahl, bis wir eben bei 1 landen. Weiter sehen wir, dass jede dritte ungerade Zahl, n modular 3 gleich 2, nur einen Vorgänger hat, der kleiner ist. Wir kennen diese Eigenschaften von Zahlen mit n modular 4 gleich 3. Alle anderen Ergebnisse der Tabelle sind n modulo 4 gleich 1. Außerdem sehen wir, dass die ungeraden Zahlen in der Tabelle nur einmal auftauchen. Im Prinzip haben wir jetzt ja die Analyse der Zahlen und der Kollatsreihe abgeschlossen. Ich stelle jetzt kurz noch die Skripte vor. Der Link ist in der Beschreibung dazu. Da hätten wir einmal den Kollatsberechner. Und das Nette an der Sache ist so, 01 an die Zahl anhänge, dann steigt zwar die Anzahl der Iterationen, aber wenn ich nur die ungeraden Zahlen anzeigen lasse, dann sieht man, dass sich die erste Iteration, nun die ursprüngliche Zahl, ändert, aber die Reihe im Prinzip dieselbe bleibt. Ich habe hier die Möglichkeit, eben nur ungerade Zahlen anzuzeigen oder auch die geraden Zahlen anzuzeigen. Ich kann hier so viel wie gewünscht Binärzahlen einfügen. Das Ganze funktioniert deswegen, weil ich GMP in dem PHP-Skript verwende.
Da kann ich wirklich ewig lange Zahlen be benutzen. Und sehe dann, wie sich das alles verhält, was ich in den anderen Videos, nur in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben habe. Dann haben wir diese Landkarte. Da kann ich eingeben, so wie viel Spalten ich möchte, beziehungsweise wie lang das Ganze sein soll und ob Dreierzahlen markiert werden. Das nächste, Kollatsreihen umkehren. Ich kann hier zum Beispiel die nächste Zahl erreichen und kann mir meine eigene Kollatsreihe basteln. Nur es ist Rumspielerei. Jeder kann das selber ausprobieren. Wie gesagt, Link ist in der Beschreibung. Viel Spaß! Betrachten wir die 3n-1 Reihen. Mit welchen Zahlen haben wir es zu tun? Um es kurz zu machen, im Prinzip mit denselben. Die Dreierzahlen nehmen auch eine besondere Rolle ein, weil das Ganze mal 3 genommen wird. Allerdings wird hier 1 abgezogen. Auch bei der Umkehr von 3n-1 Reihen geht es relativ schnell, weil es ist genauso, dass gerade Zahlen multipliziert mit 2 gerade Zahlen ergeben, genauso ungerade Zahlen multipliziert mit 2 ergeben gerade Zahlen. Aber ungerade Zahlen werden erreicht, indem dass ich eine gerade Zahl plus 1 nehme und dann durch 3 teile, wenn das möglich ist. Da gibt es wieder eine Tabelle, wann das möglich ist. Das Verhalten unterscheidet sich bei 3n-1 zu 3n plus 1, indem Zahlen, die durch 3 teilbar sind und ungerade werden, früher auftauchen, nämlich bei n modulo 6 gleich 2. Wie verhält es sich mit geraden Zahlen bei 3n-1? Wieder dasselbe. Das Verhalten unterscheidet sich nicht von 3n-1 zu 3n plus 1. Die Analyse von ungeraden Zahlen ist ähnlich. Multipliziert man eine ungerade Zahl mit 3, ist das Ergebnis wieder ungerade. Subtrahiert man von dieser ungeraden Zahl dem Ergebnis 1 ab, wird dessen Ergebnis gerade. Da gibt es auch wieder eine Regelmäßigkeit. N modular 4 ergibt von 3. Führt zu einer geraden Zahl mit n modular 4 gleich 2. N modular 4 gleich 1 führt zu einer geraden Zahl mit n modular 4 gleich 0. Es gibt also auch 2 unterschiedliche ungerade Zahlen. Eins mit einem größeren Nettoergebnis, das ist n modular 4 gleich 1. Und es gibt kleinere Nettoergebnisse von ungeraden Zahlen. Das ist n modular 4 gleich 3. Im Prinzip unterscheidet sich das Verhalten von 3n-1 zu 3n plus 1, indem dass es invertiert ist. Auch bei Reihen von 3n-1 ist es sinnvoll, besser n plus n-1 halbe zu verwenden. Im Prinzip ist es das gleiche, da im Binärsystem eine Multiplikation mit 2 einfacher ist, indem wir einfach eine 0 an die Zahl anhängen, wird aus 3n-1 2n plus n-1. Im Binärsystem sieht das wie folgt aus. Da gehe ich jetzt aber nicht drauf ein. Und weil das Ergebnis wieder gerade ist, wenn ich von 3n 1 abziehe, deswegen kann ich dann wieder schreiben n plus n minus 1 durch 2. Im Binärsystem sieht das so aus und im Unterschied zu 3n plus 1 habe ich bei ganz vielen Einsen einfach eine weniger.
Auch hier angewandt auf eine 3n-1 Reihe sieht das wie folgt aus. Da kann man dann eben rauslesen, die endenden Einsen der Binärstruktur von n werden durch den Algorithmus mit jeder Iteration so lange gelöscht, bis die Binärstruktur mit 0,1 endet. Das heißt, dass eine Binärzahl, die auf x so viele Einsen wie man möchte, 1,1 endet, das Ganze ist n modulo 4 gleich 3. Die Zahl bleibt so lange n modulo 4 gleich 3, bis die Binärzahl irgendeine Struktur aufweist, die mit 0,1 endet. Das ist n modulo 4 gleich 1. Dabei ändert sich mit jeder Iteration auch die Binärstruktur, wobei der Dezimalwert der Zahl sinkt. Der Grund dafür ist, dass durch die Subtraktion von 1 von einer Binärstruktur wie irgendeine Struktur, die auf 1,1 endet, das Ende zu 1,0 wird und durch Halbieren wird die 0 am Ende gelöscht und das ist dann die Zahl, die eben addiert werden muss. Das Ergebnis dieser Addition sieht dann wie folgt aus, dass ich irgendeine Zahl habe, die mit 1,0 endet. Und die vielen Einsen, die ich eingebaut hatte, haben zwei Einsen weniger. Der Dezimalwert einer Zahl n, die eine Binärstruktur 0,1 am Ende aufweist, wächst so lange, bis die Endziffer 1,1 wird. Dabei ändert sich die Binärstruktur mit jeder Iteration, während der Dezimalwert nach dem Löschen der endenden Nullen steigt. Die Anzahl der zu löschenden Nullen hängt von der Binärstruktur ab und da gibt es auch wieder vier Regeln. Die sind nachzulesen in dem PDF, das ich in der Videobeschreibung verlinkt hatte. Im Prinzip funktioniert es bei 3n-1 Reihen genauso wie bei Kollatz-Reihen, also die 3n plus 1 Reihen, wie man von ungeraden Zahlen zu anderen ungeraden Zahlen kommt. Wir kennen den Weg von einer ungeraden Zahl zu einer anderen ungeraden Zahl, indem dass wir die ungerade Zahl mit 3 multiplizieren und dann eben 1 abziehen. Danach löschen wir alle Nullen der Binärzahl am Ende. Wie man zurückkommt, das ist dieselbe Frage. Wie viele Nullen habe ich eigentlich gelöscht und wie viele müssen wieder hinzugefügt werden, wenn ich zurück möchte? Auch hier gilt, dass Dreierzahlen uns nicht interessieren müssen, weil die so oder so nicht erreicht werden können von ungeraden Zahlen. Die anderen Zahlen lassen sich genauso identifizieren wie bei der 3n plus 1 Reihe. Und es funktioniert genau gleich, dass man 2 hoch x multipliziert. Und nur die Bedingung ist eine andere, weil ich eben, wenn ich 1 abziehe und zurück will, dann muss ich 1 addieren. Es gibt auch hier zwei Möglichkeiten für dieses x, dieses 2 hoch x. Und das ist ein bisschen anders als bei 3n plus 1. Aber im Prinzip das Gleiche. Ist x ungerade und n modulo 3 gleich 1 und dieses n ungerade, wird das Ergebnis eine Multiplikation mit 2 hoch x, dann auch zu n modular 3 gleich 2. Damit kann n mal 2 hoch x plus 1 durch 3 geteilt werden. Genauso, wenn x gerade ist und n ungerade und das Ganze modular 2, also n modular 2, bleibt das Ergebnis einer Multiplikation n modulo 2. Und auch hier
kann man dann n mal 2 hoch x plus 1 auch durch 3 teilen. Wir haben wieder diese Landkarte, wo man einiges draus lesen kann. Wieder gilt, dass jede Zahl in der Tabelle multipliziert mit 3 und dann 1 abgezogen und dann so lange durch 2 geteilt, bis das Ergebnis ungerade ist, zu der Zahl führt, die in Spalte 1 der entsprechenden Reihe steht. Auch hier funktioniert die Bildung von 3n-1 Reihen. Fangen wir mit 1 an und wählen eine Zahl aus Reihe 2 aus. Dann gehen wir in Spalte 1 zu der Zahl, die wir gewählt haben, und suchen uns die nächste Zahl aus. Wenn wir auf eine Dreierzahl treffen, können wir diese nur noch mit 2 multiplizieren. In der Originalrichtung von 3n-1 Reihen klappt es genauso. Wir suchen eine Zahl in Spalte 2 oder 3, nehmen deren Ergebnis in Spalte 1 und suchen in Spalte 2 oder 3 nach dieser Zahl, bis wir in einer der 3n-Schleifen landen. Außerdem sieht man, dass jede erste ungerade Zahl in Spalte 2, das ist n modulo 3 gleich 1, kleiner als der Vorgänger ist. Also Vorgänger in Spalte 1. Wir kennen dieses Verhalten auch von Zahlen mit modular 4 gleich 1. Alle anderen Ergebnisse sind modular 4 gleich 3, also immer größer. Und wieder in der ganzen Tabelle sind alle Zahlen einmalig vorhanden. Es gibt auch zu 3n-1 Reihen 3 Skripte. Und die funktionieren im Prinzip genauso wie die 3 Skripte für 3n plus 1. Ich kann auswählen, ob ich nur die geraden Zahlen, ungeraden Zahlen sehen möchte. Und habe wieder die Möglichkeit, hier irgendwelche Binärzahlen einzugeben. Das Nette ist auch hier, wenn ich die letzte 1 lösche und dann 0, 1, 1 ersetze, dann habe ich eine Art Alias für die Zahl. Also die Reihe sieht immer gleich aus, wenn ich nur die ungeraden Zahlen nehme. Und auch hier gilt, ich habe GMP verwendet, das ist ein Tool bzw. eine Bibliothek, die sehr große Zahlen zulässt. Also ich kann hier extrem große Zahlen eingeben und dann beobachten, wie das Ganze funktioniert. Das Ganze funktioniert auch mit der Map, also mit der Landkarte. Allerdings habe ich da kein GMP benutzt. Hier sieht man dann, wie die Zahlen sind, kann man auch weiterhin untersuchen. Man kann das erweitern, wenn man möchte. Man kann das frei verwenden. Ich habe das zum Download bereitgestellt. Also die Skripte kann man separat herunterladen. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich habe einen Reihenbilder für 3n-1. Und da kann ich erstmal wählen, so in welcher Endschleife ich landen möchte, zum Beispiel 17. Und dann kann ich auswählen die nächste Zahl, die berechnet werden soll, die erreicht werden soll. Und kann hier eben meine Reihe selbst bilden. Okay, viel Spaß damit. Wir kommen jetzt zu den Bedingungen für endloses Wachstum. Wir wissen für Collins-Reihen 3n plus 1, dass gerade Zahlen nicht zu Wachstum führen. Außerdem wissen wir für 3n plus 1, dass ungerade Zahlen der Form n modulo 4 gleich 3 die Reihe wachsen lassen, selbst wenn deren Ergebnis durch 2 geteilt wird. Das passiert aber nur so lange, bis das Ergebnis die Form n modulo 4 gleich 1 annimmt.
Danach wird deren Ergebnis durch wiederholtes Halbieren kleiner als ihr Vorgänger. Für 3n-1 Reihen wissen wir, dass gerade Zahlen auch nicht zu Wachstum führen. Außerdem wissen wir für 3n-1, dass ungerade Zahlen der Form n modulo 4 gleich 1 die Reihe wachsen lassen, selbst wenn deren Ergebnis durch 2 geteilt wird. Das passiert aber auch wieder so lange, bis das Ergebnis die Form n modulo 4 gleich 3 annimmt. Danach wird deren Ergebnis durch wiederholtes Halbieren kleiner als ihr Vorgänger. Wir können also für beide Reihen sagen, dass ein endloses Wachstum, wenn überhaupt, nur in Wellen erfolgen kann. Wir kommen zum letzten Punkt, und zwar zu den Bedingungen für Endschleifen. Wir kennen 3n plus 1, also die Kollatsvermutung, dass die immer in der Endschleife 4, 2, 1 landen. Allerdings haben wir schon bereits ein bisschen gesehen, so dass es bei 3n minus 1 drei Schleifen gibt. Und jetzt geht es darum, so die Bedingungen für solche Endschleifen zu definieren. Wir wissen, der Start einer Schleife muss wachsen und kann deshalb keine gerade Zahl sein. Gerade Zahlen fallen. Und der Start muss also eine ungerade Zahl sein und das Nettoergebnis muss größer als die Ausgangszahl sein, sonst steigt sie nicht. Und das Ausgangsergebnis muss durch das Ende der Schleife erreicht werden können. Das ist nämlich nur möglich, wenn der Beginn der Schleife keine Dreierzahl ist. Und wir kennen auch die Bedingungen für sowas. Die haben wir durch die Analyse von geraden und ungeraden Zahlen eben gesehen. Das Einzige, bei 3n plus 1 gibt es eine Ausnahme, und zwar die Zahl 1. Für 3n minus 1, da haben wir so oder so den Start von der Schleife gleich n modular 4 gleich 1. Hier geht es darum, so das Ende der Schleife. Es muss natürlich größer sein als der Beginn der Schleife und die Zahl muss bei der nächsten Iteration sinken. Das ist recht wichtig. Das gilt nämlich für gerade Zahlen, aber auch für ungerade Zahlen, die netto kleiner sind als ihre ungeraden Vorgänger. Auch da haben wir die Bedingungen, die kann man dann nachlesen in dem Paper, das ich unten unter dem Video verlinkt habe. Das Ganze gilt auch für 3n minus 1, wissen wir. Und mal sehen. Wir kommen jetzt zur Schlussfolgerung von allem, was wir bisher gesagt haben. Wenn wir das alles zusammenfassen, können wir über die Kollatsreihen Folgendes aussagen. Erstens. Jede Zahl n, die nach den Kollatsregeln in der Schleife 4, 2, 1 endet, landet auch bei 4, 2, 1, wenn n mit 2 hoch x bei x von 1 bis unendlich multipliziert wird. Zweitens. Jede ungerade Zahl, die nach den Kollatsregeln in der Schleife 4, 2, 1 endet, landet auch bei 4, 2, 1, wenn n mit 4 multipliziert und dessen Ergebnis mit 1 addiert wird. Und weil das Ergebnis wieder eine ungerade Zahl ist, kann diese Regel oder Regel Nummer 1 angewandt werden, beziehungsweise je nach dem Modulo 3 von dem Ergebnis auch Regel 3 oder 4. Die Regel 3. Jede ungerade Zahl mit n modular 3 gleich 2, die nach den Kollatsregeln in der Schleife 4, 2, 1 endet, landet auch bei 4, 2, 1, wenn von n n plus 1 durch 3 abgezogen wird. Und weil das Ergebnis wieder eine ungerade Zahl ist, kann Regel Nummer 2 oder Regel Nummer 1 angewandt werden, beziehungsweise je nach dem Modular von dem Ergebnis auch diese Regel oder Regel Nummer 4. Die vierte Regel. Jede ungerade Zahl mit n modular 3 gleich 1, die nach den Kollatsregeln in der Schleife 4, 2, 1 endet, landet auch bei 4, 2, 1, wenn zu n n minus 1 durch 3 addiert wird.
Und weil das Ergebnis wieder eine ungerade Zahl ist, kann Regel Nummer 1 oder 2 angewandt werden, beziehungsweise je nach dem Modular 3 von dem Ergebnis auch diese Regel oder Regel Nummer 3. Letztendlich lautet die Frage: Gibt es irgendeine Zahl, die nach den Kollatz-Regeln nicht zu der Endschleife 421 führt? Wer diese Frage mit Nein beantworten kann, hat im Prinzip die Kollatz-Vermutung bestätigt. Wir können auch sowas für die 3n-1-Reihen aussagen. Wir fassen zusammen. Erstens: Jede Zahl n, die nach den 3n-1-Regeln in einer der Schleifen mit 1, 5 oder 17 landet, endet auch in der jeweiligen Schleife, wenn n mit 2 hoch x, wobei x von 1 bis unendlich gehen kann, multipliziert wird. Die zweite Regel: Jede ungerade Zahl, die nach den 3n-1-Regeln in einer der Schleifen mit 1, 5 oder 17 landet, landet auch in der jeweiligen Schleife, wenn n mit 4 multipliziert und von dessen Ergebnis 1 abgezogen wird. Und weil das Ergebnis dieser Zahl wieder ungerade ist, kann diese Regel oder Regel Nummer 1 angewandt werden, beziehungsweise je nach dem Modular des Ergebnisses auch Regel 3 oder 4. Regel Nummer 3: Jede ungerade Zahl mit n Modular 3 gleich 2, die nach den 3-1-Regeln in einer der Schleifen mit 1, 5 oder 17 landet, endet auch in der jeweiligen Schleife, wenn zu n n plus 1 durch 3 addiert wird. Und weil das Ergebnis wieder eine ungerade Zahl ist, kann Regel Nummer 1 oder 2 angewandt werden, beziehungsweise je nachdem, wie das Modular 3 des Ergebnisses ausschaut, auch diese Regel oder Regel Nummer 4. Die Regel Nummer 4 lautet: Jede ungerade Zahl mit n Modular 3 gleich 1, die nach den 3n-1-Regeln in einer der Schleifen mit 1, 5 oder 17 endet, landet auch in der jeweiligen Schleife, wenn von n n-1 durch 3 abgezogen wird. Und weil das Ergebnis wieder eine ungerade Zahl ist, kann Regel Nummer 1 oder 2 angewandt werden, beziehungsweise je nachdem, wie das Modular 3 des Ergebnisses ausschaut, auch diese Regel oder Regel Nummer 3. Auch hier gilt: Gibt es irgendeine Zahl, die nach den 3n-1-Regeln nicht in einer der Endschleifen mit 1, 5 oder 17 landet? Wer diese Frage mit Nein beantworten kann, hat die Kollatz-Vermutung auch für negative natürliche Zahlen bestätigt. Das war's. Wer meint, dass ich dieses Ergebnis oder alles, was ich hier erzählt habe, einfach so ohne irgendwelche Fehler gefunden zu haben, der irrt. Und ich habe mich zum Beispiel auch mit dem Trainersystem beschäftigt. Also ich habe versucht, so da irgendwelche Regelmäßigkeiten zu finden. Und da fand ich eine ganz nette Sache. Und zwar beginnt man Kollatz-Reihen mit Binärzahlen, die aus lauter Einsen bestehen. Also 2 hoch x minus 1. Gibt es im Trinärsystem nach einer bestimmten Anzahl von Iterationen eine Zahl mit ebenso vielen Einsen. Das wiederholt sich dann auch regelmäßig, jeweils mit zwei Iterationen mehr. Also die Zahl 1,1 im Binärsystem führt nach 6 Iterationen zu 1,1 im Trinärsystem. Die Zahl 111 im Binärsystem nach 8 Iterationen zu 111 im Trinärsystem und so weiter und so weiter. Das ist regelmäßig. Also hier steht zwar 18 Iterationen, aber 20, 22 und so weiter funktioniert genau dasselbe.